allen Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Ansonsten zur Arbeit hier oder zur Entwicklung kann ich nicht allzu viel sagen, weil ich dann entweder schon zu Hause bin, wenn die trainieren, oder noch im Büro sitze, eins von beiden, aber ich kann ja hier dann nicht beim Training zugucken. Ansonsten beim Spiel bin ich natürlich auch manchmal, ja, das ist mal Licht, mal Schatten, meiner Meinung nach bei Post. Mal spielen sie sehr schön, mal ist es auch nicht so ansehbar. Das ist auch in einem Spiel manchmal wechseln, da kommen so Phasen, wo sie sehr guten, attraktiven Handball zeigen. Und dann auch wieder Phasen, wo gar nichts geht. Und dementsprechend waren auch die schwankenden Leistungen in der Saison. Also ich glaube, Post hat es gestern geschafft, durch Nichtspielen und der Niederlage von Bad Schwartau auf Platz 3 vorzurücken. Also es ist natürlich schon hervorragender Platz, wenn man das auch mit der letzten Saison vergleicht, wo man ja dann auch unter den ersten 5 abgeschlossen hat. Wie sehr beeinflusst das Trainieren der ersten Mannschaft euer Handeln hier? Ich denke ja schon, dass der Trainer Dirk Beuchler einige Vorgaben auch mitbringt und auch sicherlich hier auch ein bisschen Priorität genießen möchte. Wie sehr beeinflusst das eure Trainingsarbeit? Priorität nicht. Also Dirk Beuchler stellt sich nicht hin und sagt, ihr müsst jetzt das und das machen. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Er sagt, vielleicht sollte man das oder das anders machen. Das würde ich nicht verkehrt finden. Dann sollte das auch Gehör finden. Das ist nicht immer der Fall. Es laufen zwar einige Dinge ganz gut, aber da sollte man auch noch mehr zusammenarbeiten. Was zum Beispiel fehlt, ist eine Grundkonzeption für Jugendmannschaften ganz runter. Wenn zum Beispiel eine erste Männermannschaft in der zweiten Bundesliga spielt, wo die Kinder irgendwann ankommen sollen oder einige davon, dann ist einfach diese Konzeption, diese erste Männermannschaft spielt, sollte man im Jugendspiel nach und nach einführen. Sollte nicht jeder Trainer sein eigenes Ding machen, sondern wirklich nach diesen Vorgaben arbeiten, sodass alle den gleichen Weg gehen, gemeinsam gehen und auf das gleiche Ziel zu laufen. Es ist ja so, dass zwei jüngere Beispiele ja aus Post sich den Nachwuchs präsentieren. Das ist ja einmal der Erik Quetnau, der ja mittlerweile den Anschluss oder mit der Männermannschaft mittrainiert, beziehungsweise auch Alex Wirth, der seit letzter Saison fest zum Kader gehört. Macht das einen stolz auch, dass das Eigengewächse da hochkommen? Ja, stolz kann ich jetzt nicht sagen, weil ich damit sehr wenig zu tun habe. Die beiden sind ja kaum jünger als ich. Das macht das, den Spieler auf jeden Fall stolz, dass er das geschafft hat. Aber das macht auch auf jeden Fall den Verein stolz, dass er sagen kann, auch schon wieder zwei Jungs, die jetzt den Sprung schaffen in die zweite Bundesliga. Super, da können wir darauf aufbauen, können wir weiter mitarbeiten. Und das ist Motivation für die nächsten Jahre, dass wir das aufrechterhalten. Erik Quetnau gehört wie einige anderen Spieler auch zum Perspektivkader. Wir bei Grün-Weiß Schwerin haben ja auch sowas ins Leben gerufen. Wie stellt sich euer Perspektivkader dar? Welche Vorteile haben die Jungs dadurch? Wir genießen ungefähr einmal im Monat ein Training mit Dirk Beuchler, ein spezielles. Sie haben die Möglichkeit, Physiotherapie zu beziehen für Lau. Sie kriegen schulische Unterstützung, beziehungsweise ihnen wird zugesagt, dass später bei der Suche nach Ausbildung oder Studium oder Ähnlichem ihnen geholfen wird, wenn sie das brauchen. Das sind so die ersten Vorteile für die Jungs. Ich glaube, wir in Schwerin hier haben ja nicht gerade den Vorteil, einer Universität hier zu haben. Merkt man das, dass die Jungs häufiger dadurch eben halt aus Schwerin weggehen? Oder ist es bei euch eben halt anders, dass die Jungs sagen, wir gehen in die Lehre rein? Ja, keiner wird sich wegen dem Handball, oder viele werden sich nicht wegen dem Handball den Beruf aussuchen, sondern umgekehrt, suchen den Handball nach dem Beruf. Deswegen ist es für Schwerin natürlich ein Problem, dass hier keine Universität steht, um die jungen Leute zu halten. Ein Johannes Brotmann fährt jetzt täglich zur Universität nach Rostock. Das ist natürlich ein ganz schöner Akt, jeden Tag da rüber zu fahren nach Rostock als junger Mensch und dann abends zurückzukommen und dann noch zu trainieren. Das ist eine sehr hohe Belastung und das zeugt auch von Loyalität und Vereinstreue auf jeden Fall. Aber das machen nicht alle, das ist ganz klar. Und deswegen kann schon mal sein, dass man das eine oder andere Talent verliert. Apropos Talent, es ist ja so, dass die A-Jugend letztes Jahr oder vor der Saison die Qualifikation für die A-Jugend-Regionalliga nicht geschafft hat.
ist trotzdem in dieser Mannschaft die Möglichkeit, Leute für erste Mannschaft oder gegebenenfalls auch zweite Mannschaft herauszuziehen? Ist sie da? Da habe ich jetzt nicht ganz so den Einblick. Was jetzt bei uns in der A-Jugend rumläuft, sind viele 94er auch, also B-Jugendliche noch, sind jetzt auf Tabellenplatz 3 in der A-Jugend-Oberliga. Es ist, denke ich, ganz ordentlich, wenn man die Konkurrenz sieht mit Empor und Neubrandenburg, die wirklich mit A-Jugend auch auflaufen. Bei uns sind es, wie gesagt, hauptsächlich jüngere Leute. Das Potenzial da genau kenne ich nicht. Ob da einer den Sprung schafft, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Es sind, wie gesagt, einige Jungs im Perspektivkader. Das hängt aber auch immer an den Jungs selber. Und wie gesagt, auch mit Glück zusammen, ob sie das schaffen oder nicht. Ne? So, zwischenzeitlich steht es hier 38-12. Also Felix, sein Ziel für Bützow ist erreicht worden, schon um 3 Tore erhöht. Hier jetzt kurz ein Zusammenprall. Aber ich denke, für den Spieler mit der Nummer 9 bei Post wird es weitergehen. Ohne einen Wechsel, auch ohne Betreuung des Trainers. Ja, Felix, lass uns noch mal kurz hier zum Spiel kommen. Wir sehen jetzt hier wieder mittlerweile, glaube ich, eher eine Zwei-Linien-Abwehr, eine 3-3-Deckung. Wie viele Abwehrkonzepte können die Jungs? Wie viele oder trainieren sie nur ein spezielles? Ja, auch wie gesagt, das ist vom Trainer abhängig vorgegeben. In der Altersbereich D-Jugend ist es jetzt eine 1-5-Abwehr oder eine 3-3-Abwehr zu spielen, wie du gesagt hast, eine Zwei-Linien-Abwehr. Oder als Variante auch eine Manndeckung. Manndeckung sollten sie alle können, weil sie gerade aus der E-Jugend kommen. Mindestens eine der beiden Abwehrvarianten der Zwei-Linien-Abwehr sollte auch drin sein, wenn nicht gar beide. Aber eine ist eigentlich völlig ausreichend. Man sieht jetzt, das ist jetzt schon eine Manndeckung eigentlich, was sie jetzt spielen wollen. Die gehen da schon gleich auf die Leute raus. Das ist auch richtig bei dem Spielstand. Und muss man jetzt von Anfang an vorne um den Ball kämpfen und einen Pass auf den anderen abfangen. Genau, das ist jetzt genau richtig, was sie machen. Provozieren lange Pässe. Und dann können sie auch ihre Konter laufen. Wenn sie jetzt hinten sich reinstellen würden in eine noch defensivere Variante, dann wäre es für sie schwierig, an den Ball zu kommen. So ist natürlich die Erfolgschance viel höher, einen schnellen Konter zu laufen. Und deswegen ist es genau richtig, so offensiv hier zu spielen. Wir haben jetzt eben gesehen, der TSV Bützow hat eine 2-Minuten-Strafe erhalten, hat aber trotzdem jetzt 6 Feldspieler auf dem Parkett. Wie kommt das zustande? Ja, es ist bis zur D-Jugend festgelegt, dass man auffüllen darf. Also diese 2-Minuten-Strafe ist nur eine persönliche Strafe gegen den Spieler. Der muss dann 2 Minuten pausieren. Man kann aber auffüllen, weil das Unterzahl- und Überzahlspiel in diesen Bereichen noch keine so große Bedeutung hat und auch nicht haben soll. Weil, wie gesagt, jedes Kind Spielspaß haben sollte und dass auch mannbezogene Abwehrreihen sind und die Kinder hier hauptsächlich im Lernprozess sind und deswegen jeder auch einen Gegenspieler haben sollte. Was wäre denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Mannschaft von Bützow nur mit 6 Feldspielern angereist wäre? Was würde man dann machen? Und er hätte 2 Minuten. Ja, dann gibt es verschiedene Varianten. Also natürlich muss der Spieler runter, Bützow müsste Unterzahl spielen. Schwerin kann natürlich so weiterspielen, muss es aber nicht tun. Man kann auch dann Spieler runternehmen, das ist unterschiedlich, das machen Trainer auch unterschiedlich. Ich habe die Saison auch mit der E-Jugend in Hagenow gespielt, die waren auch bloß 5 Feldspieler und ein Torwart. Habe ich dann auch erst einen meiner Jungs runtergenommen und dann haben wir 5-5 gespielt auf dem Feld. Meine waren dann aber so schlecht, dass ich doch wieder den 6. draufgestellt habe, weil er keinen Unterschied gemacht. Zumal ich da mit einigen Dingen in Hagenow nicht einverstanden war, weil das für mich keine Manndeckung war. Habe ich ihn dann einfach aus Trotz wieder reingestellt, den 6. Feldspieler. Also wie gesagt, das ist jedem Trainer selber erlassen, ob er da jetzt mit 6 weiter spielt oder jetzt zu 5. Ist das denn so, dass man, weil du es gerade sagst, nicht mit Manndeckung, merkt man dort dann eben halt doch die Trainingsintensität eines Leistungszentrums oder merkt man da den Unterschied deutlich gegenüber zu anderen Vereinen? Man merkt, dass wesentlich ballorientierter gespielt wird. Man sieht hier das Verhalten von Bützow, dass da wenige den Ball im Blick haben, beziehungsweise beides im Blick haben, Gegenspieler und Ball. Da ist er wieder frei, weil der 18er bloß auf den Ball geguckt hat. Das ist halt der große Unterschied. Hagenow spielt zum Beispiel sehr mannbezogen. Das ist dann auch mal ein bisschen härter. Aber da müssen die Jungs dann auch durch, gerade auch wenn sie körperlich unterlegen sind. Dadurch werden sie abgehärtet, weil das ist eben Handball und kein Schach. Ist das denn vielleicht auch das Phänomen, dass man im unteren Jugendbereich häufiger mal einen Landesmeister sieht, den man im oberen Bereich gar nicht so kennt, beziehungsweise dass sie irgendwann später wegbrechen, dass einfach dort dann vielleicht auch mehr ergebnisorientiert gearbeitet wird? Erstens ja, also das kann man, denke ich, teilweise bejahen. Machen natürlich nicht alle Vereine so, aber es
hängt auch mit körperlichen Vorteilen dann zusammen. Wie ich vorhin sagte, Güstrow hatte 2 Haupttorschützen. Bei uns war das dann ein bisschen mehr verteilt. Andererseits liegt es natürlich auch an der Trainingsmasse, was wir auch gesagt hatten, dass einfach in diesem Bereich sind die Trainingseinheiten von der Anzahl her noch gleich. Also wir trainieren jetzt in der E-Jugend 2-mal, in der D-Jugend wird 3-mal trainiert. Das ist dann teilweise Vormittagstraining schon mit drin, wenn die Jungs schon aufs Sportgymnasium gehen. Und das sieht dann in anderen Vereinen nicht anders aus, die keine Leistungszentren sind. Also da wird dann auch 2-mal die Woche trainiert und dann ist der Leistungsstand meistens ähnlich und dann setzt sich oftmals doch der körperliche Vorteil durch. Okay, gut Felix, hier läuft die letzte Spielminute. Ich bedanke mich bei dir schon mal für die ausführlichen Worte, dass du hier nochmal den Verein vorstellen konntest, die Arbeit des Vereins deutlich ins Vorderlicht gerückt hast, auch eben in Zusammenarbeit mit der ersten Männermannschaft und Dirk Beuchler. Ich glaube, auch ich kann sagen, dass Dirk für den Schweriner Handball in dieser kurzen Zeit viel getan hat und viele davon profitieren. Hier laufen die letzten Sekunden, es steht 46-12 und Post-Schwerin hat deutlich gezeigt, was auch der Endstand ist. Post-Schwerin hat deutlich seine Überlegenheit gezeigt und wir wünschen der Mannschaft und dir auch mit deiner Mannschaft viel Erfolg. Danke, dass du da warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, ich danke auch. Ciao. Thank you.